Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute geht's um Musical.ly und dem sogenannten TikTok. Mehr nach dem Intro. Da sind wir jetzt endlich nach dem Intro und wie bestimmt den meisten von euch bisher schon aufgefallen ist, existiert seit Donnerstag im Google Play Store und ich glaube sogar in iOS Apple Store. Heißt das so? Keine Ahnung. Ich bin nur Android-User. Tut mir leid. doch, seit Donnerstag gibt es im normalen Google Play Store in den Top 3 die sogenannte TikTok-App. TikTok ist dabei ein chinesisches Internetriesenunternehmen, beziehungsweise TikTok ist einfach genau das gleiche wie Musical.ly und ist 2016 mit auf den Markt gekommen. Allerdings ist TikTok eher in Richtung China unterwegs. Und ja, im November 2017 wurde Musical.ly für 800 Millionen oder sogar bis 1 Milliarde US-Dollar an den chinesischen Internetriesen ByteDance verkauft worden. Daraus schließt sich, dass dieser Internetriese ByteDance der Gründer von TikTok ist. Eine sogenannte Begründung, warum es verkauft wurde, wurde bisher noch nicht genannt. Allerdings gab es auch Kritik an Musical.ly wegen anstößiger Inhalte und Kommentare. Daraus schließt sich, dass es sich ja wirklich um anstößige Inhalte und Kommentare gehandelt hat. Ist auch logisch. Aber es soll ge schon Fälle gegeben haben, da wurde tatsächlich in diesen Kommentaren unter diesen Musical.lys pädophilische Kommentare oder sonst was gegeben haben. Ich persönlich habe damit keine Erfahrung, deswegen kann ich mich dazu jetzt sehr schlecht äußern. Und ja. Und zu dieser TikTok-App kann man jetzt nicht nur Musikvideos machen, also tatsächlich zu diesen Liedern tanzen, sondern man kann auch seine eigenen Comedy-Clips erstellen, seine eigenen Pranks, seine Mini-Tutorials und sogar eigene Memes. Was man aber allerdings noch dazu sagen muss, da Musical.ly noch vor kurzem nur noch Dutzende Millionen von tatsächlich 200 Millionen registrierten Nutzern überhaupt noch online waren, kann dies mit unter anderem ein Grund sein. Und ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch tatsächlich mit diesen paar Informationen irgendwie weiterhelfen. Also, grundsätzlich zu sagen, TikTok, quasi das neue Musical.ly, ist eine ganz andere Firma wie zuvor. Also, schaut einfach, was ihr jetzt mittlerweile vom neuen Musical.ly haltet. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. Vielleicht kommt noch ein zweites Video und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Haut rein und ciao!